Liebe Sportfreunde, liebe Engagierte in den Nürnberger Sportvereinen. Ja, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Aber das Jahr 2020 hat den Vereinen unglaublich Enormes abverlangt und es tut es ja immer noch. Während die Gesellschaft und natürlich auch die Vereine im Sommer aufatmen konnten, es war ja auch eine etwas lockere Situation hier in Nürnberg, wir konnten Sport treiben, wir konnten uns noch begegnen, ist natürlich jetzt im Dezember mit dem Lockdown-Light alles wieder viel schwieriger geworden. Das Infektionsgeschehen ist hier in Nürnberg einfach zu hoch. Und daher wurden eben schon vor ein paar Wochen wieder strengere Regeln auch erlassen. Für alle Vereine ist dies eine enorme Herausforderung. Wie soll man mit dem Stillstand umgehen? Wann können wir endlich wieder in die Sporthallen? Und natürlich den Mitgliedern brennt es unter den Nägeln, wann kann ich endlich meinen geliebten Sport wieder treiben? Zahlreiche Vereine haben in dieser schwierigen Phase wirkliche Kreativität und Improvisationstalent bewiesen. So wurden Online-Tools herangezogen, um Mitglieder sportlich aktiv zu halten. Videos wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Damit haben die Vereine einen weiteren wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung geleistet. Bewegung ohne Begegnung. Es ist nicht ganz das Unwort des Jahres, aber steht doch im völligen Gegensatz zum Vereinssportgedanken. Vereinssport verbindet die Menschen, unabhängig vom Alter, der Herkunft oder auch des sozialen Hintergrunds. Sportvereine sind daher ein unentbehrlicher Ort der Begegnung und der Gemeinschaft. Es ist nämlich wird da nicht nur gesportelt, sondern es entstehen auch soziale Kontakte. Freundschaften werden geschlossen und Sport hat deswegen nicht nur einen gesundheitlichen Aspekt, sondern ganz klar auch eine soziale Komponente. Ja, liebe Sportfreunde, damit wir uns wieder näher kommen können, dass wir wieder Sport treiben können, ist es so wichtig, dass wir jetzt auch die Regeln einhalten, dass wir solidarisch uns auch zeigen. Deshalb bitte bleiben Sie, soweit es Ihnen möglich ist, auch wirklich zu Hause. Wenn Sie rausgehen, tragen Sie die Maske. Es ist so wichtig, dass wir diese AHA-Regeln auch einhalten. Und wenn wir jetzt wirklich klug handeln und es gemeinschaftlich auch schaffen, dann kriegen wir auch wieder Lockerungen hin, die es ermöglichen, auch wieder Sport zu treiben. Und wichtig ist hierbei natürlich, dass wir diese 7-Tage-Inzidenzwert dann auch wirklich so nach unten bringen und den Virus eindämmen, dass eben die Gesundheit auch der Nürnberger und Nürnbergern, dass wir das auch gewährleisten können. Dass wir auch jetzt leben und die Gesundheit schützen. Und nur wenn wir das zusammen auch hinbekommen, können wir bald wieder gemeinsam, und das Schöne ist, zusammen auch Sport treiben, dann sind wir da, wo wir mal waren. Und deshalb gilt es jetzt, halten wir auch im Sport zusammen. Und wenn es dann wieder soweit ist, natürlich hat die Sportstadtverwaltung ein Konzept zur Öffnung der Sporthallen bereits in der Schublade liegen. Wir stehen hier in den Stadtlöchern. Außerdem können durch unsere Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten auch die jetzt rot kategorisierten, eben noch gesperrten Hallen auch wieder zur Verfügung stehen, um einen regelmäßigen Trainingsbetrieb auch gewährleisten zu können. Das nächste Jahr hält in der Sportlandschaft Nürnberg Großes für uns bereit. Die Surferwelle oder auch Dauerwelle am Fuchsloch im Stadtteil Schniegling wird fertiggestellt. Am Schmausenbuck wird ein Bikepark entstehen. Außerdem haben wir in der Stadtverwaltung die Zukunft der Nürnberger Vereine im Blick. Die aktuellen Herausforderungen sind jedoch auch hier groß. Es kann uns nur gemeinsam gelingen, dass wir durch diese schwierige Zeit kommen. Unser herzlicher Dank gilt daher Ihrer gezeigten Vereinstreue. Bleiben Sie Ihrem Verein treu und wir bedanken uns auch ganz herzlich für Ihren vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz für die Nürnberger Sportwelt und Ihre Unterstützung im Verein. Wir wünschen Ihnen jetzt natürlich frohe Festtage, ein wenig Ruhe und Besinnung. Es tut auch uns, glaube ich, allen ganz gut. Und natürlich bitte auch bei den Festtagen oder auch bei unserem Fest ins Neujahr halten Sie sich an die Regeln. Ein kleines, schönes Beisammensein im kleinen Kreis kann auch schön sein. Das sind die Stadezeit. Ein bisschen zurücknehmen. Deshalb alles Gute, einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Und ich bin mir sicher, das teilen wir alle. Das Jahr 2020 soll jetzt so zu Ende gehen, aber das Jahr 2021, das wird besser und wir starten gemeinsam auch sportlich durch. Bleiben Sie gesund.